Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2. So, und jetzt ihr. Können wir die Sklavenhändler aufhalten? Wahrscheinlich nicht. So. Wieder eine Errungenschaft mehr. So, die kommen jetzt hier hin. Hier hin nochmal. So. So. Und jetzt. Was sagt ihr denn jetzt? Zwei auf einen Streich. Aber die müssen nur noch zwei Sklavenhändler holen. Und das ist für die. Upsala. Das ist für die nicht schwer. Schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Hey! Das sind so viele. Ist noch eine. So, stopp doch. Sind aber hartnäckig, ja, die Jungs. Stopp hier! So macht man das. Wo ist der andere? Es waren doch zwei! Event war erfolgreich! Juhu, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Juhu, das freut mich! Befreit die Dorfbewohner aus der Speisekammer der Kreid. Oh oh. Hallo Fischerin. So, ich möchte erstmal zu dem da oben. Zum Bürgermeister. Mal schauen, was er für Belohnungen hat für mich. Juhu, bam. Danke für alles. Die Quaid machen uns schon schwer, ein normales Leben zu führen. Und es ist schön zu wissen, dass jemand willens ist, uns zu helfen. Der Driscoll Kai steht in eurer Schuld. Was habt ihr zu verkaufen? Können wir reden? Driscoll Atma. Okay. Das ist nicht für uns. Nicht von eurer Klasse verwendbar. Und die für unsere Klasse verwendbar ist, hat Zähigkeit. Na gut, ich möchte Schrott verkaufen. Ja, für 4. Na. Okay, dann halt nicht. Wie sieht eigentlich unser Inventar aus? Geht eigentlich. Einlagern. Einlagern. Die Lumpen, die tun wir irgendwann mal wiederverwerten. Eigentlich kann ich das jetzt machen. So. Jutterreste und dünne Lederstücke. Irgendwann muss wieder eine Session kommen, wo ich wieder ein paar Sachen wieder produziere. So. Ich würde jetzt schon gerne hier weitermachen bei dem da. Hallo. Upsala.
Hallo Dorfbewohner. Möge Melandro euch leihen. Ja, ja, ist okay. Jo, wir sind auf dem Boot. Juhu, Platsch. So. Oh, was wird denn hier gebaut? Bürgerin. Kreuz Speisekammer entdeckt. Ja, komm schon. Stirb. Wir müssen insgesamt... Was war das? Kreid Nimros. Ja, wo gehst du hin? Ja, bleibst du bitte hier? Oh, der haut ganz schön rein. Bleibst du bitte hier? So. Na, ja, siehst du? So, nochmal. Upsala. Also ganz schön viele Quites hier, ja? Also das ist... Upsala, wo ist denn der? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus, ich sehe ja nichts. So, jetzt. Stirb doch. Sehr gut. So, hast du was? Du hast nichts. Was ist denn das hier für Dinger? Und da war gerade durchsuchen. Jetzt, ach so, der da. Okay, Moment, das muss man aufpassen hier. Ich möchte sehr ungern, sehr, sehr ungern irgendwo hinkommen, wo gleich ein paar Stück auf mich warten. War ja klar. So. So. Und jetzt du auch noch. Schon wieder zwei. Upsala, sollte ich vielleicht ein bisschen... So, der legt sich gleich mit ein paar Stück an. Der ist aber mutig. Da ist doch niemand. Und stopp. Noch vier. Na, sag ich doch, da ist doch niemand, den man befreien kann. Gut, okay, er räumt auf. So, wo sind denn die nächsten? Wir müssen noch vier befreien. Ah ja. Da also sind sie. Warum unverwundbar? Na, ist ja klar. Jetzt auf einmal kommen sie alle.
So. Oh oh. Schnappt euch eine der Metallstangen. Vielleicht könnt ihr damit den Käfig aufbrechen. Wirklich. Oh, schnell weg hier. So war das nicht gedacht. Okay, kurz warten. Kurz warten. Würdest du dich bitte heilen? Steht doch unter niemands Angriff. Was ist denn los? Segel der Luft. Ja, mache ich auch gleich. Aber zuerst muss ich mich irgendwie heilen. Und er heilt sich aber nicht. So, wenn ich die zwei da einfach so killen würde. Eine Frage, warum sind die unverwundbar? Ja. Ich glaube, jetzt weiß ich warum. So. So, durchsuchen. Durchsuchen. So, wo ist denn die Metallstange? Aufheben. So. Okay, hier. Okay, so wahrscheinlich. Den Göttern sei Dank. Hab Dank für all eure Hilfe. Ja, ist doch kein Problem. Und dann hier noch. Nein. Metallstange. Okay, wir haben es auch hier geschafft. Kann ich wegschmeißen. Wir haben es auch hier geschafft. Das heißt, ich werde mich jetzt hierhin begeben. Hier in die Stadt gehe ich dann rein. Und werde mich reparieren lassen. Und dann werde ich mich mit vollem Mut, auf jeden Fall in der nächsten Folge, werde ich mich, ja, das zeige ich euch gleich. War ich schon mal hier drin? Ja, war ich schon. Sieht man hier. Ich habe die Dorfbewohner befreit. 10 Stück an der Zahl. Na gut, ich hatte eine kleine Unterstützung, aber... Amanda, du, mir geht's voll übel, mir ist voll übel, du. Könntest du mich bitte reparieren? Ach, ich brauch keine Reparatur. Lasst sehen, ob ihr Geld dabei habt. Verzeihung? Schrott verkaufen. Du brauchst doch keine Reparatur. Natürlich brauche ich eine Reparatur. Da hier tut's weh und da tut's auch weh. Und da noch einmal. Und ein bisschen weiter oben und jetzt ein bisschen weiter unten. Da tut's überall weh und... Naja, gut, okay. Das war's mit der Fantasie. Wir sind wieder zurück am Spiel. So, Inventar. Schön, schön. Du
Was führt euch her? So, schön. Verfluchte Ettins. Sie haben die Sprengladungen gestohlen, an denen ich gearbeitet habe. Wer weiß, was die damit anstellen. Bitte helft mir. Okay, was willst du? Ich bin rein. Diese Explosion haben den Ettin Ogling mächtig in Rage versetzt. Sollte es ihm gelingen, die andere Ettins um sich zu scharen und ihr hinunterzubringen, könnte das Ende Oberseits bedeuten. Was kann ich dagegen tun? Eine meiner Sprengsätze müssen immer noch dort oben sein. Er hat eine dickere Haut als die anderen. Doch die Sprengsätze sollten mehr als ausreichen, um ihn zu verletzen. Okay, ich helfe. Verwundet den dickhäutigen Ettin mit Sprengstoff. Okay. Aber nicht jetzt. Obwohl, doch. Nee. Also jetzt lieber nicht. Ich glaube, ich mache diesmal eher eine kürzere Folge, bevor ich mich da hier in die nächste Aufgabe stürze. Ach, da oben ist der. So, ich werde mich in der nächsten Mal mich versuchen, um ihn zu kümmern. Und damit alles in eine Aufnahme passt, mache ich das in der nächsten Folge. Also, bis dorthin. Ciao, ciao.